Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier bei Valheim. Yes, yes, ja. Wir haben hier noch das A-Loch-Dorf. Und da will ich mal so langsam ran. Eine Sache, die ich tatsächlich übersehen habe, die mir aufgefallen ist, als ich hier durchgeguckt habe, ist, wir können einen Handwerkstisch bauen. Ich habe natürlich einfach hier nach neuen Sachen geguckt. Da ist aber nichts Neues bei. Aber der Handwerkstisch, und dafür brauchen wir zwei Drachentränen. Das ist ja das, was wir vom Boss bekommen haben. So, jetzt erstmal volle Concentration. Okay, ich sehe, wir müssen erstmal unser Shit nach Hause bringen. Okay, das können wir wirklich. Okay, wir bringen erstmal das nach Hause. Dann können wir auch die Handwerksstation bauen und dann können wir gucken, was wir da noch Schönes raus machen können. Was? Was wir da Schönes draus machen können. Siehst du? Ich kann noch reden, ein bisschen. Einfach da nach hinten durch. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe ja auch auf Twitter gepostet. Also ich gucke mir natürlich auch so an, was die Devs von Valheim auf Twitter posten etc. Und retweet das natürlich auch. Und deswegen habe ich natürlich auch schon die angeteasten Armory Stands gesehen. Also quasi so Mannequins, wo man seine Rüstung zur Schau stellen kann. Ja, das, wie ich finde, eine sehr, sehr nice Sache. Nicht zuletzt, weil ich mir das natürlich die ganze Zeit gewünscht habe und weil die Devs das bei mir gehört haben, natürlich, und es deswegen ins Spiel kommt. Und nur deswegen. Die mögen mich nämlich. Ich find's geil, wenn man halt so seine Rüstung ausstellen kann. Apropos Rüstung. Es gibt eine neue Rüstung im Spiel. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Und zwar ist mit dem einen Update What the fuck ist hier los? Hier los. Okay. Ich meine, dass da ein Spawner ist, okay, das wissen wir. Aber warum zur Hölle sind hier so viele Tote, Alter? Vielleicht sind sie auf einen Troll getroffen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, im Sumpf ist irgendwas. Ah. Oh, schön. So. Im Sumpf ist irgendein, entweder ist es da einfach nur ein neuer Gegnertyp oder ist es ein Miniboss oder ich habe halt keine Ahnung. Aber der droppt wohl Sachen anscheinend, aus denen man sich eine neue Rüstung bauen kann. Das will ich mir natürlich auch angucken, aber jetzt steht natürlich auf meiner Speisekarte ganz oben erstmal das Dorf der Arschlöcher.
Vor allem, weil wir da gefühlt 3000 Mal gestorben sind. So, guck mal, da sind wir auch schon wieder am Spawn. Ich hatte überlegt, ob wir vielleicht genügend Rohstoffe mitnehmen, damit wir da hinten in der Nähe des A-Loch-Dorfs auch nochmal ein Portal setzen. Ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, um ehrlich zu sein. Aber bei so random Portalen habe ich immer im Hinterkopf, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe im Hinterkopf immer die Bedenken, dass wenn wir so ein Teil einfach irgendwo hinsetzen, dass das irgendeiner kaputt macht und wir dann nicht mehr nach Hause kommen. Erstmal alles sortieren hier. Schon wieder so viel Shit. Kotzbären. Das machen wir jetzt auch erstmal da rein. Dann haben wir so Stachel. Ich glaube, die Stachel sind, damit wir früher oder später. Haben wir schon so einen Schleifstein irgendwo? Mal da rein. So, hier haben wir die Drachentränen, die wir ja gleich brauchen. Und zwar habe ich mir das nochmal angeguckt. Das ist tatsächlich das nächste Metall, was wir bekommen. Aber das können wir nicht in so einem Schmelzofen machen. Sondern das müssen wir in so einem speziellen Schmelzofen machen. Natürlich. So, und dafür brauchen wir was genau? Erstmal brauchen wir 10 Holz und 2 Drachentränen, damit wir so einen Handwerkstisch bauen können. So. Zwei Drachentränen. Drachentränen. Damn! Steinofen, Hochofen, Spinnrad, oh, Scheibenkleister. Okay, lass mal zu. Eine Windmühle. Hochofen. Steinofen. Wo ist denn der Unterschied? Was ist denn für den, was ist denn der Steinofen? Spinnrad. Hochofen. 20 Stein, 10 Eisen, 5 Sotlingkerne. 20 Stein, 10 Eisen, 5 Sotlingkerne. 20 Eisen, 10 Stein, 3 Sotlingkerne. Ich glaube, ich bin durcheinander. Kriegen wir schon hin, Freunde. Ich glaube sowieso, wir können. Wir können nicht mehr lange auf unserer Insel bleiben hier.
Okay. Mal, ich beschwör mich nicht. So. Also. Irgendwie Sotlingkerne. Dies, das, jenes. Brauchen wir. Ich hab schon wieder alles vergessen. Wir brauchen auf jeden Fall das hier. Aber ich glaube nur 20. Was wollte ich denn überhaupt als erstes bauen? Hochofen. 20 Stein, 5 Sotlingkerne. Sotlingkerne haben wir hier irgendwo. 5. Und glaub 20 Edelholz. Oder Kernholz? Edelholz. Edelholz 20. Holy Smackaroni. Okay, da kommt's raus. Da geht's rein. Alles klar, Freunde. Ich bin jetzt gerade komplett in der Ausprobierphase. Also hier kommt die Kohle rein. So. Und dann müsste ja an die andere Seite... Braucht mir nicht 20 Eisen? Müsste ja an die andere Seite das Zeug jetzt reinkommen. Okay, nice. Ich gehe jetzt davon aus, dass der Steinofen wahrscheinlich einfach nur ein besserer Dingsofen ist. Wahrscheinlich könnte ich nicht falscher liegen. Okay, jetzt kommt der Tag der Wahrheit. Kriegen wir eine neue Rüstung? Ein Schild können wir auf jeden Fall bauen, habe ich gesehen. Schwarzmetall-Schild. Schwarzmetall-Turmschild. Aber da waren noch andere Sachen. Scheiße. Das war so schnell weg. Vor allem, warum können wir nichts hier machen? Oh, irgendwas ist neu. Töpfe und Pfannen. Kesselverbesserung. Okay.
Windmühle. Ist 100 pro irgendwie, um Getreide herzustellen. Spinnrad? Um Klamotten herzustellen? Oh. Edelholz, Eisennägel, Lederreste. 20 Edel. Haben wir überhaupt Eisennägel? Ups, sowas habe ich noch im Leben nicht hergestellt. Nee. Okay, Eisennägel. Eisennägel. Bronzenägel. Eisennägel. 20, also 2 Eisen einfach nur. Ich werde es überlegen. So. Got it. Vergessen, was ich herstellen wollte. Ah ja. 20 Edelholz. 20 Edelholz. 5 Dings. Jetzt würde mich ja interessieren, bekommen wir das neue Eisen nur von diesen Freaks? Weil das ist ja schon hart kacke, ne? Egal, wir waren ja fleißig. So, Edelholz. 20. Und, warte mal. Lederreste brauchen wir noch ein paar. So. Benötigt ein Dach. Hey, wir könnten es hier einfach unter das Vordach stellen. Hier so. Damit wir es erstmal irgendwo haben. Flachs. Flachs. Dreißig Eisennägel, dreißig Holz, zwanzig Stein. Dreißig Holz, 20 Stein. Krass, was wir alles bauen können, oder? Holy Smackaroni!
Okay, warte. Wir haben doch so Getreidescheiß. Wisst ihr, was ich immer noch nicht weiß? Verstehe, diese Drachenträne soll quasi wie Elektrizität sein. Gepolsterte Brunstpanzer. Schwarzmetall-Axt. Loks-Sattel. Schwarzmetall-Schwert. Loks Sattel. Kristallwand. Okay. Schwarzmetall-Adger. Schwarzmetall-Axt. Aber es gibt wohl kein Schwarzmetall. Polsterter Helm. Leinen, Zwirn und Eisen? Oh. Rüstung 26. Ich find's krass, dass wir dann wieder Eisen da. Achso, das seht ihr gar nicht. Aber wir brauchen Eisen, ganz normales Eisen dafür. Stachelschwein. Hauen 50, stechen 45. Hauen 35. 40 Eis, 20 Geist. Okay. Okay. Alles, was uns jetzt also fehlt, ist Leinenzwirn. Wird als erstes tatsächlich mir wieder mal ein Schild herstellen. 8, also 10 Edelholz, 8 Schwarzmetall und 5 Ketten. Ketten? Haben wir. 5 Ketten. Leute, ich weiß, geht gerade hier alles hin und her. Ich habe auch komplett den Überblick verloren, über was ich überhaupt mache. Aber ich tue Dinge und die bringen uns voran. Und außerdem sind die Bienen glücklich. Das ist doch die Hauptsache. Also ich glaube, Zwirn haben wir nicht genug, um uns schon ein Rüstungsteil herzustellen, oder? Obwohl, 14 haben wir noch drin. Ich habe alles vergessen, was ich brauchte. Holz. Edelholz? Zehn Edelholz, 8. Lohnt das überhaupt?
Lass mal kurz gucken. Schwarze Blockrüstung. 72, aufgewertet auf 78. Und das neue Schild hätte standardmäßig 78. Block macht 50 und das neue auch 50. Haltbarkeit ist beim Schwarzmetallschild Stand. Oh, es gibt Stile? Oh. I see. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie die Rüstung aussieht. Das hier sieht nice aus. Okay, ich habe schon wieder vergessen. 10 Edelholz. Okay. Nein. 10 Edelholz. Okay, Freunde, jetzt haben wir es aber. Oh, ein Messer könnten wir auch schon. Dafür brauchen wir auch Leinen. Nehme ich das? Ne, ich nehme das. Freunde! Es ist wieder soweit. Fuck yeah! Jedes Mal, wenn da Leinen und Zwirn steht. Gerstenmehl. Lese ich Leinenzwang, um ehrlich zu sein. Mich würde interessieren, ob man in dem Hochofen auch andere Sachen herstellen kann. Zack. Zack, zack. Okay, dann gehen wir pennen. Leute, Alter, hier passiert gerade so viel. Überlegt mal, wir haben den ganzen Tag damit verbracht, einfach nur einen neuen Shit herzustellen und zu bauen. Und dann stehen wir auf dem Bett, weil wir so aufgeregt sind. Ich freue mich, Alter. Progress! Und dann kommen wir wieder und dann hauen wir diesen Fuhling oder wie die heißen. Das sind obviously, sind das irgendwelche Goblins einfach. Zack. Es fühlt sich immer ein bisschen traurig und ein bisschen cool an, wenn man eine Sache komplett ersetzen kann. Jo, dank dir, Henny. Na Leute, ihr habt's mitbekommen. Handy sagt, wir sind am Ende unserer Kräfte. Ich sehe auch schon, dass ich wieder losgehen muss, Kohle holen, dies, das, jenes. Das wird aber nicht vor der nächsten Aufnahme passieren. Denn die nächste Aufnahme mache ich natürlich jetzt gleich im Anschluss. Cool.
Das da rein. Okay, Freunde. Ey. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Valheim. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Wenn ja, hinterlass mir gefälligst einen Daumen nach oben. Kannst du hier unter dem Video machen. Das sieht so aus. Schreib mir gerne auch einen netten Kommentar. Ich weiß nicht, Alter, was wir als erstes... Wir brauchen jetzt wieder so viel Rohstoffe. Es wird ordentlich. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.